Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, ich habe jetzt alles aufgebaut hier und das ist mein erstes Video. Komplett alles fertig hier. Es wird auch noch ein Update geben. Ja. Ihr hört, es ist noch ein bisschen Hall hier drin. Da muss ich noch ein bisschen was tun irgendwann. Ja. Ja, heute gibt es hier Star Wars, Lego Star Wars, die Serie, wo jetzt rausgekommen ist. Ich bin zwar kein Star Wars Fan, aber ich mag Lego. Und weil ich die Serie jetzt so cool fand, ich habe die bei Langley schon gesehen. Jo. Und wir starten nach dem Intro. So, dann starten wir mal. Ich denke mal, die Booster, die heben wir uns zum Schluss auf. Wir kümmern uns erstmal hier um das Starter Pack. Kosten tut das. Sieht man das jetzt? 8,99. Darin enthalten ist eine li limitierte Karte von Meister Yoda. Hier zu sehen. Dann zwei Booster mit je 5 Karten. Hier. Und hier dann noch eine Kartengalerie plus Sammelkartenordner und XXL dunkle Seitekarte. Ja. Das ist alles vom Blue Ocean. Habe ich mir natürlich selbst gekauft. Werde hier nicht gesponsert oder jegliches. So, dann öffnen wir das Ganze mal. Ich hoffe, dass ich keine Schere brauche. Ja, es geht. Geht ein bisschen schwierig, aber ist geübt. So, dann nehmen wir mal alles raus hier. So, das ist nur noch Müll. Einfach mal auf den Boden. So. So, das hier ist wahrscheinlich der Rückencover. So. So, hier ist wahrscheinlich hier. Was es alles gibt an Karten. Jetzt sieht man das natürlich nicht so schön. Ah, okay. So, hier ist dann die Mappe. Die kennt ja wohl jeder. So, dann haben wir hier das Frontcover. Sammelordner steht hier unten noch. Serie 1, okay. Hier haben wir auch noch mal eine Checkliste. Also auf der Rückseite vom Cover gibt es eine und hier. Ich weiß jetzt gar nicht, sieht man das jetzt? Ja, jetzt. Jetzt habe ich hier zu viel Licht. Aber egal. So, dann haben wir hier noch. Das sieht mal aus wie ein Poster. Und hier hinten sieht man noch, wenn ich es mir jetzt nicht kaputt mache hier, die ganzen Karten, wo es glaube ich gibt. Hier. Das ist viel zu groß hier, um das jetzt ganz zu zeigen. Hier sieht man ein bisschen was. Mal gucken, was auf der anderen Seite ist. Ah, hier ist noch ein kleines Poster. So, dann gibt es hier noch Sammeltipp. Ein bisschen höher halten hier. So. Dann kommen wir jetzt zu den Karten, wo die dabei sind. Hier ist die große finsterer Kylo Ren. Zack. Okay. Jetzt ist das wegen dem. Vielleicht geht's so besser. Ja.
ist besser. Dann haben wir hier die Limmi. Meister Yoda. Na. Ist jetzt doch ein bisschen. Okay, besser geht's jetzt nicht. So, dann waren noch die zwei Booster hier dabei. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene gibt's denn hier eigentlich? So, 1, 2. Das habe ich. Das habe ich. Das habe ich. Ich glaube, 3 Stück habe ich jetzt hier verschieden. Okay. So, dann öffnen wir hier mal das erste. So. Ich weiß jetzt nicht, ob man es lesen kann, aber man kann es mal probieren. Hallo. Hallo. Was mache ich denn? So, hier jetzt. Erkennt man es jetzt gut. Im Überblick 93 Charakterkarten, 32 Folienkarten, 9 Mikrofighters, 9 epische Duelle, 9 Machtkarten, 18 Kultszenen, 27 Fahrzeugkarten und 27 Planetenkarten. Und. Ja. Ja. Ist noch nicht so alles, wie ich es haben will hier. Aber es ist das erste Video jetzt danach. So, dann schauen wir mal. Die mache ich mal nach hinten. So. Am besten nehme ich euch mal ein bisschen weiter runter. Da muss ich auch kurz aufstehen. Ja, so geht's weiter hoch. Obi-Wan Kenobi bis Darth Maul. Ich hab's richtig ausgesprochen. Dann haben wir hier Telekinese Lichtschwert Holen. Dann haben wir Rey. Dann haben wir hier Segelbarke Han Solo. Und hier haben wir. Was ist das hier für eine? Das ist doch keine. Wie nennt man die? Spezialkarte? Ist das eine Spezialkarte? Savage Opress von der dunklen Seite. Sieht ja mal richtig cool aus. Jo. Gehen wir mal zum zweiten Booster. So. Oh, hier haben wir schon eine Fahrzeugkarte. Hier haben wir den Millennium Falcon. Na. So, ich glaube, so sieht man ihn am besten. Dann haben wir noch eine Fahrzeugkarte. Captain Rex ATT oder wie das ausgesprochen wird. Ich glaube, ich muss es so halten. Und dann haben wir hier Jahre Binks. Das sieht ja mal lustig aus, aber richtig cool. Dann haben wir Count Dooku.
Und dann haben wir hier, glaube ich, eine Folienkarte. Starker Poe Dameron. Auch cool. Also ich finde Lego sowieso cool. So, dann kommen wir zu den 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ich habe 6 Booster noch. Habe ich vorhin gesagt 5? Okay. Ich wusste gar nicht, dass ich 6 gekauft habe dazu. Aber umso mehr, umso besser für euch. So, dann haben wir hier. Wie heißen die hier? Wo steht's? Auf jeden Fall ist es ein Planet. Ah, Planetenkarte. So. Eine Planetenkarte. Na. Was steht hier drauf? Kashyyyk ist der Heimatplanet der Wookies. Während der Klonkriege half Wookie Chewbacca dem Jedi-Meister Yoda nach Inkrafttreten der Order 66 zu fliehen. So, da haben wir hier eine Microfighters. Krennix Imperial Shuttle. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe Star Wars noch nie gesehen. Also nur so mal als Ausschnitt oder sowas. Hier haben wir Darth Maul. Dann haben wir Cordy Freemaker. Dann haben wir hier selbstbewusster Anakin Skywalker. Oh hier Sky. Hier haben wir Sky. Oh, das sieht natürlich nicht so gut aus, der Sky. Nur Skywalker. So, nächster Booster. Oh, hier. So, da haben wir hier wieder eine Fahrzeugkarte. Jedi Starfighter with Hyperdrive. Man kann es gut erkennen. Dann haben wir noch eine Fahrzeugkarte. Y-Wingfighter. Da bin ich so schräg, halt, dann geht das. So, dann haben wir hier Rey. Also die Charaktere, so kenne ich schon. Count Doku. Und hier haben wir finsterer Kylo Ren. Finsterer Kylo Ren. So, noch 4 Booster. Haben wir wieder eine Planetenkarte. Achtu. Ui. Und habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Achtu ist eine kleine vergessene Welt, die nicht nur Luke Skywalkers neues Zuhause ist, sondern auch als der Standort des ersten Jedi-Tempels gilt. Also wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe, könnt ihr mir es ja sagen. So, dann haben wir hier episches Duell. Chewbaccas Ritt auf dem AT-ST. Also den Namen, den kann man fast gar nicht lesen. Das tut mir leid. So, dann haben wir hier Pilot Luke Skywalker.
schimmern aber auch arg viel, die Karten, finde ich. Dann haben wir hier Tasu Lech. Und hier haben wir Weiser Han Solo. Aber so geht's doch. So, noch drei Booster. Hier haben wir nochmal ein episches Duell. Duell auf Pride. Oder Pride. Kann man jetzt gar nicht richtig lesen. Aber das Bild kann man doch sehen. So, dann haben wir hier Microfighters. Tice Dragger. Dann haben wir hier Savage Opress. Hier haben wir Jedi Botschafterin. Und hier haben wir Kluger R2-D2. Den kennt ja wohl jeder. Den kenne ich sogar. So, vorletzter Booster. So, hier haben wir... Was steht hier? Kultszene. Episode 3, die Rache der Sith. Mace Windu with Darth Sidious. Also wenn ich das nicht richtig ausgesprochen habe, verspottet mich nicht. So, hier haben wir eine Fahrzeugkarte. First Order Heavy Assault Walker. Also was man aus Lego alles bauen kann, das ist schon der Mega. Hier haben wir wieder Darth Maul. Die hatte ich eben schon. Dann haben wir hier oberster Anführer Snoke. Und hier haben wir Bruder der Macht Savage Opress. So, letzter Booster. Könnt man ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Serie hier findet. Also ich finde sie von Lego echt stark. Hier haben wir wieder eine Planetenkarte. Eine Groß. Groß. Oh, ich habe es richtig ausgesprochen. Da steht jetzt, auf dem Schneeplaneten befand sich ein geheimes Rebellen-Hauptquartier, als es von einem imperialen Such aufgespürt wurde, begann zwischen den Rebellen und dem Imperium das Duell von Horse. Ja. Dann haben wir hier wieder eine Fahrzeugkarte. Resistance X-Wing Fighter. X-Wing Fighter, den kenne ich auch. So, hier haben wir Savage Opress. Ich glaube, die hatten wir auch schon. Padme Amidala. Und hier haben wir mutiger Finn. Gucken, ob ich die nochmal richtig zeigen kann. Die Nimi hier. Ja. Also jetzt sieht man sie auf jeden Fall, glaube ich, besser. Und hier ist die Riesenkarte.
finde zwar Kylo Ren richtig stark. Ja, das war's mit dieser Serie. Erstmal heute. Ich denke mal, da wird noch ein bisschen bei mir mehr kommen, weil ich finde die Serie echt nice. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sie findet. Das habe ich zwar schon gesagt, aber jo. So. Hier ist noch die Mappe, aber die kriege ich jetzt nicht mehr ganz aufs Bild. So. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und thank you.